Hallo, ich begrüße dich und freue mich, dass du da bist und dir die Tagesbotschaft von mir anschaust, heute am 27. April 2018. Ich habe mich in der Meditation begeben und habe nach den Botschaften heute gefragt und habe sie auch erhalten. Und ich habe mit den Karten das Venus-Orakel von Werner Johannes Neuner gelegt und mit den Karten Drachenkraft-Energien von Gabi Schajena-Hoffmann und mit den Karten Ingrid Auer heilende Engelssymbole. So, ich möchte dich gerne einladen, dass du dich auch in der Energie der Klangschale hinein schwingst, dich erdest und den Tag heute so aus deiner Mitte voll in deine Kraft beginnst. Schließe bitte deine Augen und schwinge dich in der Energie der Klangschale ein. Ich hoffe nun, bist du gut angekommen und bist bereit für die Botschaften. Die erste Karte aus dem Venus-Orakel, der König. Ich begleite dich aus der Tiefe heraus ins Licht. Lass dein Herz erwachen. Der König. Lese ich dir gerne die Botschaft vor. So, ein mächtiger Mann. Im ungünstigen Fall jemand, der dich zu beherrschen oder zu manipulieren versucht. Im günstigen Fall einer, der dich aus der Tiefe, in der du gefallen bist, herauszieht. Er hat die Kraft und das Wissen, um dich zu stützen. Er führt dich auf deinen eigenen Weg wieder zurück. Gehe deinen Weg mit Liebe und werde so selbst zu einem strahlenden Wesen. Heute wirst du irgendwie eine Begegnung haben mit einem mächtigen Mann. Also vielleicht im Beruf, vielleicht in deinem also allgemein im Beruf oder um dich herum, in deinem Alltag. Beobachte einfach, was er dir sagt und wie er dir helfen kann. Er hat also sehr viel Kraft und Wissen und führt dich wieder zu deinem Weg zurück. So, und mit den Engelkarten, da sind vier Karten gekommen und ich habe sie alle vier so in der Reihenfolge, wie sie gekommen sind, auch gelassen. Die Botschaften sind klar und deutlich. Und der erste ist: Heute begleitet dich der Engel für das schöpferische Wort. Ich lerne meinen Gefühle Ausdruck zu verleihen. Also, was du heute sprichst, dadurch schöpfst du heute. Also spreche positiv, spreche im Hier und Jetzt, in einem Ist-Zustand und bringe dein Gefühl hinein. Versuch auch, dein Gefühl Ausdruck zu verleihen. Die zweite Karte. Engel für Richtung und Ziel. Ich kenne meine Ziele und erreiche sie auch. Also, wunderbar. Die vierte Karte, Erzengel Jophiel. Mit deiner Hilfe gelange ich an meine innere Weisheit. Also, das heißt, verbinde dich heute mit
Erzengel Jophiel und bitte ihm auch um Hilfe, damit dir Botschaften schickt, damit du in dir deine innere Weisheit auch spürst und entdeckst. Da kommt die vierte Karte. Engel für Beharrlichkeit und Erfüllung. Ich glaube und vertraue einem erfolgreichen Ausgang meiner Situation. Vielleicht hast du heute etwas, was sich nicht so entwickelt hat oder gestern sich nicht so entwickelt hat, wie du dir das gewünscht hast. Und jetzt wird diese Situation einen erfolgreichen Ausgang finden, wenn du beharrlich bleibst und den Engel für Beharrlichkeit an deine Seite einlädst. Beharrlichkeit und Erfüllung. Also alles ist möglich heute, wenn du beharrlich an deinen Zielen bleibst. Und da kommt nochmal von den Drachen Fokus. Ich richte den Fokus, meine Aufmerksamkeit auf Gesundheit, Liebe, Erfüllung und Freude, sodass du deinen Fokus auf das Haben richtest. Und da kommt nochmal die Karte Intuition. Ich bin offen dafür, die intuitiven Impulse meiner Seele jede Zeit wahrzunehmen, dass du die intuitiven Impulse auch wahrnimmst, was du heute bekommst. Und dann kommt die Drachenkarte Fülle. Das Universum hält einen immerwährenden Strom der Fülle für mich bereit. Also tauche in diese Energie der Fülle, auch heute, dass du dir bewusst wirst, wie viel Fülle in dein Leben ist. So, das war die Tagesbotschaft für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es wird dir ein hilfreicher Begleiter sein. Und ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.